die beschauliche 1700-Seelengemeinde Unterreit im Landkreis Mühldorf am Inn. Hier treiben Vater und Sohn Holzmeier ihr Unwesen. Den beiden Tüftlern kann es gar nicht ausgeflippt genug sein. Ihr jüngster Clou? Die Konstruktion eines fliegenden Teppichs. Die Idee ist der Flughafen gekommen. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, ja, Holzmeier hat in seinem Fundus bestimmt auch einen fliegenden Teppich. Ich habe mir gedacht, der verarscht mich. Der Hang zu extravaganten, einzigartigen Konstruktionen wurde über 5 Generationen vererbt. Na, ich glaube, mein Vater hat auch schon ausgefallene Sachen gemacht. Also, grundsätzlich sind wir Spenglerei, sind der Heizung, Schlosserei, zum Beispiel Kirchturm in Wang, Kirchturm in Unterreit, Kirchturm in St. Leonhard. Das sind halt schöne, ausgefallene Spenglerarbeiten gewesen, wo sie, wenn ich heute vorbeifahre und schaue mal so, freue ich mich jedes Mal, weil es einfach schön gemacht ist. 270 Kilo bringt das sonderbare Flugobjekt auf die Waage. Seine Ladung? Ein Piano. Eine gewagte Konstruktion, bei der auf jedes noch so kleine Detail geachtet werden musste. Der Pilot, der hat mir gesagt, was er so haben will. Dass das Ganze gut in der Luft liegt, war zum Beispiel, dass man das Klavier vor den Schwerpunkt stellt. Dass die Höcker, wie man hier sieht, luftdurchlässig sind, dass er keinen Auftrieb bekommt. Sonst kommt das Ganze in Schlingern. Wir schreiben den 23. Juli. Der Josef-Strauß-Flughafen in München verwandelt sich für eine halbe Stunde in eine Partymeile. Ein Feeling wie bei 1001 Nacht. Der fliegende Teppich zieht seine Kreise über den Flughafen. Sowas hat man weder in München noch in Unterreit zuvor gesehen und wird es vermutlich auch nicht mehr. Fliegende Teppiche dürfen nämlich nur mit einer besonderen Genehmigung starten. Fliegend wurde der Teppich letztmals Ende Juli gesichtet. Seine vorerst letzte Ruhestätte hat er in der Gemeinde Unterreit bei den beiden Tüftlern gefunden, die dem märchenhaften Flugobjekt Leben eingehaucht haben. Man darf gespannt sein, was sich Hans Holzmeier Senior und Junior für die Zukunft einfallen lassen. Wie wär's mit einer fliegenden Untertasse? Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.